schon mal Urlaub. Dann wird man so früh am Morgen geweckt. Wie so ein alter Feldwebel. Bitte nicht mehr aufstehen! Kann doch keinen Mittel erzählen, was ich für eine Schlafbetzel geheiratet habe. Hey. Wo ist deine rote Wurst? Egal. Hast du keine rote Wurst am Tisch? Zum Frühstück gibt's keine rote Wurst. Das soll man erst gar nicht anfangen. Was soll das denn heißen? Ich geh schuften wie so ein alter Ochse die ganze Woche lang, dass Geld ins Haus kommt. Dann darf ich wohl rote Wurst essen, was mir passt. Jetzt hast du die große Schnute. Aber wenn die rote Wurst alle ist, was krieg ich dann zu hören? Es gibt das ganze Geld auf. Ich kann es gar nicht so schnell ranschaffen, wie es es unter die Leute bringt. Das höre ich dann von dir. Keine rote Wurst. Das ist ja schlimmer wie ein Krieg, wo es gar nicht gab. Ich kenne keinen vom ganzen Gesangverein, wo es morgens zum Frühstück keine rote Wurst gibt. Hör mal doch auf mit deinen Kollegen. Guck das da alle mal an. Den platzen da alle die Knöpfe von der Jacke, wenn sie sich hinsetzen. Und bei dir, das will ich dir nur mal sagen, es ist nicht nur die Jacke. Wenn du dann die Hose zuknöpfst, wirst du blitzeblau im Gesicht. Jetzt hör mal auf, ich kann es nicht mehr hören. Aber wenn du dir bei euren Kaffeekränzen ständig die dicken, fetten Sahnetorten reinschaubelst, da, ne? Ich muss dir nur mal kurz die Küchentür aufmachen. Da höre ich von hinten das Gebrülle. Es wird aber nicht geschnuppelt. Weißt du was? Mach mal das Fernsehen an. Es gibt so ein neues Programm. Frühstücksfernsehen oder sowas. Und warum soll ich das machen? Dienst du mich vielleicht? Machst du das selber. Oh. Mann, so früh am Morgen schon so biesterisch. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich muss sie erstmal wieder richtig drücken. Dann kommst du bestimmt auf andere Gedanken wieder. Ja. Früher, da hast du mich öfters gedrückt, aber heute ist das dann nur der dicke Bauch im Weg. Jetzt hören wir erstmal hier, was da kommt. Ja. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. In unserem Frühstücksfernsehen senden wir nun wieder eine Sendung zum Mitmachen. Nach einer kurzen Pause lädt sie unsere Moderatorin Frau Fettpolster zu einer kleinen Gymnastikübung ein. Unter dem Motto, oh Schreck, bei uns, der Bauch muss weg, tun Sie sich doch auch etwas Gutes und machen Sie mit. Ihr Mensch, Frau, da könnt ihr doch mitmachen, oder nicht? Ja, ich könnte ja mitmachen, aber du bist ja so steif im Bock. Was, ich und steif? Ja. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Hey, komm, wo ist mein alter Trainingsanzug hier? Das alle Ding bitte anziehen? Ach, komm. Oben im Schrank. Komm, jetzt räumen wir ab. Dann ziehen wir uns um, dass wir wieder hier sind, wenn es losgeht. Meine Damen und Herren, wegen eines kleinen technischen Problems muss unsere Gymnastiksendung heute leider entfallen. Als Ersatz senden wir Ihnen dafür Kochrezepte. Heute zum Beispiel kochen wir mal ein Hähnchen ganz anders. Dazu benötigen wir Petersilie, Gewürze, Öl, einen Apfel und vor allen Dingen einen jungen, nicht ganz so fetten Hahn. Wenn wir dann alles bereitgelegt haben, können wir beginnen. Frau, komm, es geht wieder los. Komm. Zuerst legen wir ihn auf den Tisch und waschen ihn von außen und von allen Seiten mit einem feuchten Tuch ab.
Los, du musst mitmachen. Leg dich auf den Tisch. Ich hol dich aber am Haschel. Aber zieh mal die Jacke aus, da ich dich waschen kann. So, nachdem wir ihn nun gründlich gewaschen haben, reiben wir ihn mit einem Küchentuch trocken und würzen ihn mit Salz und Pfeffer von oben bis unten. Wichtig ist, da ich dich jetzt schon waschen soll, hast du noch gar nicht geschwitzt. Du hast doch gehört, das habe ich gesprochen. So, Salz vom Pfeffer, Mamutu. Na, so ist es, fingst du an zu niesen. Die Gewürze reiben wir nun gut ein, bis das Fleisch rosig wird. Und vor allen Dingen sollten wir die Hühnerbrust nicht vergessen. Weißt du, Müller, Hühnerbrust, genau das richtige Programm für dich. Aber wenn es um eine Brust einreiben geht, das müsste ich eigentlich machen. Ach, du mit deinen roten Fingern, du machst doch nur blaue Flecken. Um das Öl und die restlichen Gewürze ordentlich zu verteilen, wenden wir ihn jetzt auf den Bauch und wälzen ihn etwas in den Gewürzen hin und her. Oh, das ist ja schlimmer wie Hochleistungssport. Jetzt hör aber ins Bad auf hier. Beschwer dich, das klappt doch ganz gut. Mir tut schon die ganze Brust weh. Nun setzen wir ihn in eine Pfanne und kreuzen ihm dann die Beine. Nee, also Gymnastik in der Badewanne, das kenne ich ja. Aber in der Bratpfanne, was soll das dann? Jetzt kommst du in die Pfanne. Die ist doch viel zu klein. Gerne, der Fisch. Ein Sträußchen Petersilie unter die Fittiche geklemmt ist nicht nur schön für das Auge, sondern hebt auch den guten Geschmack. Ja, nee, jetzt reicht's. Komm, mach ein anderes Programm drauf. Was soll denn der Scheiß? Hallo! Aber wenn das bei dir was heben soll, müsste ich das Grünzeug ganz woanders hinstoppen. Um die ganze Sache jetzt abzurunden, verschließen wir den Schlund mit einem schmackhaften Apfel. Nee, jetzt reicht's. Das lass ich mir jetzt immer bieten, jetzt so oft. Jetzt reicht's. Mund auf, du wolltest Glück machen. Das hat auch ganz gut geklappt. Der Apfel kommt rein. Nun muss er nur noch eine halbe Stunde im eigenen Saft schmoren. Aber vorher sollten Sie mit einem langen, scharfen Messer den Bürzel abschneiden.